Ja, wir haben heute zum Tag der Kinderinternetseiten, der heute am 21. Oktober ist, eine Premiere. Wir haben einen Medientag, einen seitenstarken Medientag organisiert. Wir als bundesweites Netzwerk in Kooperation mit Länderpartnern, der Thüringer Landesmedienanstalt, dem Lehrerfortbildungsinstitut hier aus Thüringen mit dem Erfurter Netcode. Das ist eine tolle Sache, weil wir es darüber schaffen, ein Workshop-Angebot rund um das Internet für Kinder anzubieten, sowohl für Kinder als auch für Eltern als auch für Lehrkräfte. Seitenstark ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach eine starke Seite. Lehrerinnen und Lehrer sind ja skeptisch gegenüber digitalen Unterricht. Sie wissen auch gar nicht, was es alles an Angeboten gibt. Ihnen zu vermitteln, dass es Seiten für Kinder gibt, Seiten für Lehrerinnen und Lehrer, auf denen sie mit Kindern arbeiten können, ist unwahrscheinlich wichtig. Seitenstark ist ein solches Angebot und das muss sich einfach verbreiten. Und da kann ich nur sagen, ja, reden Sie darüber, dass es seitenstark gibt, dann ist es auch einfacher, digitalen Unterricht zu machen. Jeder Einzelne als Elternteil, als Lehrerin, Lehrer oder Erzieherin, Erzieher und natürlich gerade die Jüngsten müssen in diese digitale Welt hineinwachsen. Es ist notwendig, sie zu verstehen. Es ist notwendig, ein Gefühl zu bekommen, wem etwas nützt, wenn man was von mir möchte. Und es ist auch ganz wichtig, dass ich verstehe, wo am Ende vielleicht ich selbst, meine Daten mal irgendwann landen werden. Und wenn ich am Ende vielleicht sogar noch weiß, und deswegen ist so eine Veranstaltung enorm wichtig, wo ich Qualität finde, Qualität im Internet, spannende Kindernetzseiten, dann ist eine Chance, dass ich mich einigermaßen kompetent und kritisch in der digitalen Welt der Zukunft bewegen werde. Natürlich, was verboten ist, das lockt. Das war schon bei Ihnen in der Kindheit so, das war bei mir in der Kindheit so. Aber wir müssen unsere Kinder einfach stark machen. Es muss in der Universität schon entsprechendes gelehrt werden, damit wir in der zweiten Phase die Grundlagen dann auf den Grundlagen aufbauen können und den jungen Leuten, den jungen Lehrerinnen und Lehrern das einfach vermitteln können. Und da braucht es pädagogische Konzepte und die muss die Wissenschaft liefern. Die Idee ist halt, dass wir jetzt den Schwung, der hoffentlich jetzt kommt mit Digitalpakt Schule und auch mit der Strategie der Kultusministerkonferenz, dass wir da einfach einen Schub kriegen, dass die Lehrer und die Pädagogen sehen, wir haben eine tolle Kinderinternetseitenlandschaft in Deutschland und unser Anliegen ist es, Ihnen heute ganz konkret und praxisorientiert zu zeigen, wie Sie mit unseren Angeboten arbeiten können, damit Sie eine Idee davon haben, wie Sie das Internet für Kinder im Unterricht, im Hort mit den Kindern gemeinsam entdecken können und nutzen können und auch Unterricht damit gestalten können.